Ah, so, da bin ich wieder. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben ein Problem, aber man sieht für mich so aus, als gäbe es hier eins. Und das wären wir nicht alleine. Ich glaube, wir suchen hier gerade ein paar Drogen, die auf dem Friedhof versteckt wurden. Bei einer mehr oder weniger komischen Zombie-Apokalypse. Oh, gib mal ein Stück ab von dem Hirsch. Das ist mein Hirsch. Ich glaube, hier hätte ich auch mit dem Bike entlang rasen können. Die Frage ist, will ich das? Ah, ich habe eine Machete. Kann ich Machete eigentlich? Nee, ich kann sie reparieren. Einer der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Leon, du Lümmel! Warum hat jetzt mein leidender Engel? Ach da, ja, okay. Hm, wer hätte ahnen können, dass da was ist? Hm. Sieht das so aus? Sieht so unauffällig aus. So, diesmal habe Schauen wir uns mal um. Diesmal habe ich mal den Timer mal gestellt. Von daher alles gut. Lass mich raten. Na gut. Wo? Ah, vielleicht da drin. Hast du das, Leon? Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Boozer! Boozman, hörst du mich? Du wirst es nicht glauben, ich hab grad einen Heli gesehen. Einen Heli? Was? Was erzählst du da? Einen Nero-Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre! Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts? Ich werde sie aufspüren und dann, dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick! Pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Das sieht so voll aus. Die muss ich gut liegen lassen. Fällt mir nicht, dass sie jetzt so viele rumpimmeln hier. Ich hab keine Ahnung, wo der hin ist. Aber ich nehme auf keinen Fall. Okay, das Päckchen wird markiert. Das ist schon mal ziemlich gut. Da vorne muss da noch einer sein. Geht's nicht lang. Die Frage
Frage, ob ich das vielleicht mitnehme und fallen lasse, aber es bringt mir ja auch nichts, ne? Das Päckchen wird auf jeden Fall liegen gelassen. Ich will es halt nicht wirklich mitnehmen. Schöner Header. Päckchen nehme ich mit. Und dann gucke ich mal, was sie da so wollen. Hier ist mein Ziel, aber... Ah, das kann ich hier dran festmachen. Okay, dann ist es schon immer safe. Oh nein, oh nein. Dieser Drecksack. Was hat er also gemacht? Arschloch, dreckiges. So, und jetzt wie aus dem Nichts, ne? So, machen wir erstmal, reparieren wir erstmal. Halten uns aber mal ein bisschen bedeckt. Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Was haben die vor? Das wird immer interessanter hier. Nero! Nero-Forscher, was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Okay, ich muss leise sein. Soldaten und Forscher von Nero tragen spezielle gepanzerte Hazmat-Anzüge und sind gegen deine Angriffe geschützt. Tarnung-Markierung. Verwende das Fernglas und drücke RT, um Gegner zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegung leichter verfolgen. Verfolgte menschliche Gegner zeigen... Okay. Bin ich tot. Na gut. Das bedeutet, ich muss jetzt hier... Das ist jetzt hier eine Sneaky-Mission. Wird interessant. Okay, das kann ich also nicht machen. Was zur Hölle machen wir hier überhaupt? Sprit ist unser kleinstes Problem, wenn wir da sind. Bleib konzentriert. Na gut. Dann will ich erstmal gucken, dass ich so viele Gegner wie möglich markiere, nicht, dass sie mir... Missionsgebiet wird verlassen. Wo muss ich da lang? Ich will da jetzt nicht runterspringen wie so ein Berserker. Okay, da ist eine Straße, die nach unten geht. Hier ist noch ein Monsternest. Darum kümmere ich mich später. Das kann ich jetzt nicht machen. Vielleicht machen die das ja dann später. Ich kann aber nur hier unten lang, ne?
Ein Steinweg, der sie ablenken. Ich habe noch nie so viele gesehen. Ich muss im Gebüsch bleiben, wo sie mich nicht sehen. Das ist mir schon klar. Okay, lass mich mal ganz kurz durch. Ich hasse diese Aufträge echt. Du hast immer was zu meckern. So, die Frage ist, wie kann ich den denn jetzt ablenken? Warte mal, wenn der nach rechts geht, dann kann ich hier an den Busch lang und hab dann den hinter mir. Ja, das klingt gut. Okay, unten bleiben. Keine Ahnung. Was war das für ein Geräusch? Ja, geh mal nachsehen. Scheiße. Büsche. Ich werde die Büsche nutzen. Kann ich den killen? Scheiße, das dauert ja ewig. So schnell ist das nicht. Ich stand noch nicht mal auf dem Dienstplan. Beschwer dich beim Boss. Ich hab was gehört. Wie lange das wohl dauern wird? Sollte bald geschafft sein. Der Doc weiß, was läuft. Fuck. Ich hätte nicht gedacht, dass der... Ich kann sie ablenken. Bei dem nichts machen, ne? Feldnotiz 2058. Nachdem wir eine große Gruppe verfolgt haben, geschätzte Größe 5 bis 600, bestätigen wir den Hibernationsort... Ich dachte, ich hätte was gehört. Den kann ich... Ja, geh da hin. Nee, den kann ich nicht ablenken. Verstanden. O'Brien. Mist, wo war ich? Wir bestätigen den Hibernationsort der Subjekte in der High Desert. Was war das? Ab sofort Position 15. Zertrampeltes Gras und Pflanzen am Eingang sowie gefundene Fußspuren. Sie angefügte Fotos belegen, dass der Ort schon einige Zeit genutzt wird. Muss gemütlich sein da drin. Laut dem Bewegungssensor platziert von Lieutenant O'Brien haben heute Morgen etwa 447 Subjekte die Höhle betreten. Ich empfehle, irgendwann nach 1900 ein weiteres Team zu entsenden, um die Bedingungen im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven, nachtaktiven Status zurückentwickeln, scheint mir immer wahrscheinlicher. Ende. Verdammte O'Brien. Haben Sie nicht gehört? Er ist nicht tot. 400 Subjekte. Und das Wenn hier sind nicht die normalen Flüchtlingslager gestorben. Das hier sind Stufe 3. Was ist dann mit Sarah passiert? Nein, 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 vergiss es, das kann nicht sein. Von mir war nicht die Rede. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind in Kältestarre. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Nein. Je einen Freak im Winterschlaf geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King-Mine. Mein Gott. Einer hat meinen Kumpel zerfetzt, als würde er eine Banane pellen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. Mein Gott, das tut mir leid. Die Mission war zum Scheitern verurteilt. Und genau deshalb werden wir nicht da reingehen. Glauben Sie, wenn wir die Höhle versiegeln, dass wir Ihre Population eindämmen? Ich weiß nicht, Corporal. Hier gibt es viele Höhlen. Kommen Sie, verschwinden wir hier. Die Höhlen versiegeln? Ach, klar, als ob das irgendwen kümmert. Ich hasse diese Aufträge. Kehre zu deinem Bike Kotzen. Zurück. Lass mich raten. Du wirst Biber in den Bären erfüllen. Knietiefe Freaker-Scheiße. Ah, die muss ich neu markieren, ne?
Split ist unser kleinstes Problem, wenn wir da sind. Bleib konzentriert. Okay, ja, die Höhlen. Da kommen also auch ganz viele Viecher rein. Ja, mindestens ein paar Dutzend. Das hängt mich so ein bisschen an Shadow of the Tomb Raider. Beschwer dich beim Boss. Sehe ich aus wie der Boss? Ich hab was gehört. Ja, dann geh da rein. Was ist mit der Anzeige von Kann ich auf der Karte eine Markierung machen? Da will ich nämlich nochmal hin. Na, die Markierung nicht. Achso, ist drin, okay. Okay, interessant, interessant. Zieh mir jetzt mal so ein Vitaminbonbon. Ah, wenn die weg sind, kann ich da frei rumeiern. Das ist gut. Dann nehme ich das Nest nämlich noch mit. Da haben wir ein bisschen Action rein. Und zwischendurch so eine Sneaky-Mission, das hat mir doch gut gefallen. Sie schlafen nicht. Die optimale... Nero. Die National Emergency Response Organization. Was machen die hier? Freigeschaltet, die Suche nach Nero. Rückstandbolzen. Was ist denn ein Rückstandbolzen? Rückstandbolzen lassen Gegner aufeinander losgehen. Benutze sie, um Chaos und Verwirrung zu stiften. Okay, das ist cool. Boozer, hörst du mich? Boozman, kommen! Dick, hey! Ich bin hier. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Three-Finger-Jack. Okay, er lebt, Boozer. Fuck. Fuck! Nein! War vielleicht eine dumme Idee. Ach. Warte mal. So, einer schon mal weniger, was ziemlich gut ist. Na, oh, ich hab keinen Schrott. Mir ist mal meine Ausdauer ein bisschen. Oh, meine Machete ist gleich kaputt. Lass mein Bike in Ruhe, ihr Lappen. So. Was zum Geier? Weg mit dir. So. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt.
Ich habe nicht mehr genug Munition. Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu, ich bin hinter dem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Loser, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Neros, er lebt, Boozer. Er ist am Leben. Geek? Nicht? Mach ich nicht, Boozer, mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Ich meld mich später nochmal. Gegen Ende. Okay. Okay. Verstehe. Wir können jetzt hier solche... Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Der Beginn dieser Hölle, die jetzt unser Leben ist, kam für diejenigen, die auf mich gehört haben, alles andere als überraschend. Und ich war einer der wenigen. Die meisten, die offen Kritik übten, tja, es lief nicht allzu gut für sie. Die Friedhöfe sind voller Märtyrer. Sie nannten ihn beim Namen, den Bullshit und die Lügen, wenn sie sahen. Ich weiß es, denn sie wollten... Ja, nein, vielleicht ein andermal, Cope. Okay, Dick, das finde ich ja gerade ein bisschen sehr sympathisch. Ich bin da in der Story... Beim Story-Twist bin ich gerade ein bisschen perplex. Gut, dass wir hier Schrott gefunden haben. Wir können jetzt diese Bolzen machen und ein bisschen Stress machen. Das gefällt mir sehr gut. Und wir finden gut Schrott. Das ist auch ziemlich gut. Die Frage ist jetzt, will ich jetzt noch eins von diesen Höhlen da mitnehmen? Nest habe ich mitgenommen. Kein Thema. Warte mal, ist mein Bike vielleicht? Ne, das ist noch in Ordnung. Okay, ich kann halt nichts reparieren. Schrott habe ich jetzt mehr als genug. Dann brauche ich es auch nicht mehr auf der Karte zu markieren. Was ist das? Warum kann ich die... Nehmen wir jetzt nochmal das Zedernholz mit. Und dann gehe ich da nochmal runter. Weil das hat mich jetzt doch interessiert. Ich würde aber vorher mal in der Nähe von meinem Bike nochmal speichern. Mhm. Wunderbar. Warte mal, das ist falsch. Da muss ich hier runter. Finde ich gut, dass wir aus den Nestern jetzt was machen können. Die Frage ist nur, macht das Sinn? Da hinten sind noch Wölfe. Oh, sag mal, bin ich noch zu blöd zu treffen. Boah, komm schon. Das wird dem Justin gar nicht gefallen. Nein! Oh, du Ratte. Na gut, es sind Wölfe. Ich muss mich ja verteidigen. Die greifen mich an, okay? Ich habe ein bisschen Schiss vor der Höhle. Aber die Ressourcen brauchen wir halt. Wenn wir jetzt zurück zu Leon irgendwann mal gehen, nicht zu Leon, sondern zu diesem anderen Typen da, in den Camp, da können wir halt ordentlich was abgeben und ein bisschen Ruf gewinnen. Die Frage ist jetzt,
Spitzhacke hat weniger Schaden als die schöne Axt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was sie gesagt hat, aber... Geh hier trotzdem mal rein. Ich nehme vielleicht mal ein paar Mollys mit. Alter, gibt es hier viele Höhlen. Ich habe halt Schiss, dass irgendwann echt 1 Million da rauskommen. Es sieht nämlich so aus, als wenn das fette Nester wären. Noch ein Nero-Signal in der Höhle drin. Was ist jetzt die Frage? Hat das die Forscherin da vielleicht aufgestellt? Oder wie komme ich da hin? Ich habe jetzt aber auch nicht geguckt, ob ich da irgendwo hochklettern kann. Aber ich glaube, ich versuche es mal hier lang, weil hier geht es ein bisschen nach oben. Ich habe das Gefühl, wenn das Nero-Signal kann ich nehmen und dann muss ich die Beine in die Hand nehmen. Doch schon wieder was. Ah, hier ist es. Ah, ein Mikrorekorder. Ah, ein Nero-Injektor. Genau das, was ich brauche. Unsere zweite Expedition in das Höhlensystem der Heidersandgrotte. Oder Position 15. Auf Dr. Blacks Forschungen aufbauend haben wir den Tod einer Nur mal Ausdauer. Geiles Zeug. Geschätzte Größe der Kolonie zwischen 3 und 4.000. Referenzexemplare weisen neben den erwarteten Symptomen eine gestreifte Muskulatur, Krampfadern und Fellverlust, zahlreiche Klauen und Bissspuren auf, zerrissene Flügelmembranen, gebrochene Hälse und Glieder. Entspricht der Aggressivität, die bei anderen Tierarten im späten Stadium beobachtet wurde. Und ganz nebenbei, was immer das für eine Infektion ist, sie hat eine ganze Fledermauskolonie dazu gebracht, sich selbst zu zerfetzen. Zum Glück war ich da nicht hier. Ich hoffe doch sehr, dass der Sache irrt. Nicht solange ich wache. Korb, halt einfach dein Maul. Ja, ich hoffe auch, dass sie damit falsch liegen, aber werden sie wohl nicht. Ich habe keine Ahnung, was in der Höhle jetzt falsch gelaufen ist, aber es lief gut. Wir haben Injektor bekommen. Ich habe jetzt die Ausdauer mal gesteigert. Einfach aus dem Aspekt her, weil ich mir gedacht habe, ja, ist vielleicht besser so. Da hinten ist noch ein Wolf, dem will ich jetzt eigentlich nicht entgegenlaufen. Einfach weil der mir nichts getan hat. Noch nicht. Nicht zu nah komme, wird er was tun. Aber das muss man ja nicht übertreiben. Okay, der ist schon mal hinüber. Wenn ich wenigstens auch nicht zielen könnte. Bei Horizon Zero Dawn lief das Zielen so super. Es war noch ein Kopfbereich sick. Jawoll. Gut, 5. 6, 7. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Naja, nicht jeder Bolzen lässt sich replizieren. Aber kriegen wir hin.
So, siehst du mal, haben wir gar nicht so viele Bolzen verbraten. Die Achsen, alles brauche ich jetzt nicht reparieren. Dem Ding geht's auch gut. Weißt du was, dann fahre ich einfach mal eine Runde. Die Frage ist, wo fahre ich jetzt lang? Nebenmissionsjagd auf Leon. Ja, habe ich doch, oder nicht? Ach, verbrenne Alvarez' Leiche. Okay, verstehe. Ja, das machen wir natürlich. Ich meine, wir können sie doch nicht einfach so liegen lassen. Das macht man nicht. So. Aber den Hirsch nehme ich noch mit. Ist vielleicht mal gar nicht verkehrt, wenn ich da mal was dabei habe. Dass ich nicht nur mit Wolfsfleisch rumhantiere, sondern auch ein bisschen Wild mitnehme. So, nochmal was trinken. Darf man beim Aufnehmen nicht vergessen. Fängt schon wieder an zu regnen. Also hier in dem Spiel regnet es echt viel. Ich weiß nicht, was sie damit beweisen wollten. Aber, naja. Gut. Keine Sorge, Alvarez. Ich überlasse dich nicht den Freaks. Ach, Mist. War das so richtig? Ruhe in Frieden. Ja, sie okay. Dich nicht. Super. Ihr habt zwar keine... Leon ist ein Drogendieb und ein Mörder und auf sein Geld ist sein Kopfgeld ausgesetzt. Ja. Das war aber nicht mein Bike, ne? Gott sei Dank. Usa, hörst du mich? Ja, Dick. Ich hab's geregelt. Was mit Alvarez? Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hätte sie. Gegen Ende. Ja, Alvarez war, glaube ich, ganz, ganz liebe. Ich nehme noch ein bisschen Holz mit. Weil man nie weiß, wann man das brauchen kann. So, jetzt fahre ich einfach mal ein bisschen. Da an der Seite ist noch Holz. Das nehme ich auch mit. Ich weiß nicht, wie viel Zedernholz wir abgreifen können, aber ein bisschen was im Gepäck da zu haben, ist jetzt nicht verkehrt. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Dingsbums... dass die Fragezeichen halt verschwinden, so dass man nicht wirklich nachvollziehen kann, was ist denn da jetzt? Was muss man da machen? Wo muss man da hin? Warte mal, da ist noch Zedernholz. Die Frage ist, habe ich das Camp schon geplündert? Der hat doch angefangen, mich zu erschießen. Ich wollte das nicht. Ich wollte mir nur Zedernholz schnappen. Ich wollte doch nur ein bisschen Liebe machen. Ein bisschen knuddeln. Aber sie hat sich energisch zur Wehr gesetzt. Da musste ich ja halt notwehren.
Oh, Tedernold ist Max. Okay. Das kriegen wir hin. Ich lasse hier kein Zedernholz hier rumeiern. Hallo, hier war doch eben noch... Da sind Gegner. Zwar keine Ahnung warum, weshalb, weswegen, aber okay. Hallo Hirsch. Ich will nur spielen. Das ist gemein. Molly. Das ist ganz gut. Warte mal, er hat doch wieder so ein abgesägtes Schrot. Ja. Ich brauche aber etwas, was schnell schießt und nicht irgendwie... Obwohl, so eine Schrodi wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Wieder auf die Schnauze bekommen. Das merke ich gar nicht. Aber ich komme mit meiner Gesundheit gut klar. Also ist jetzt die Frage, Konzentration, ja, darf ich jetzt auch nicht vernachlässigen, was das angeht. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, da jetzt, wie heißt's, großartig Stress zu machen. Fahre zur Position. 2 Kilometer. Ja. Ja. Ja, ne? Vielleicht ist ja hier im Haus noch was. Aber sieht für mich so aus, als wäre das leer. Aber hier gibt es noch Stuff. Axt. Warte mal. Ich habe eine 100% Axt. Nehme ich mal alles mit, was ich mitnehmen kann. Warum eigentlich nicht? Die haben angefangen, mich anzugreifen, okay? Ich wollte das nicht. Ich wollte nur Zedernholz. Weil ich davon eigentlich immer zu wenig hatte. Jetzt habe ich genug. Naja. Warum ist mein Bike kaputt? Ich meine, 1%, das ist nicht viel, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich da irgendwie Probleme. Scheiße, was ist denn der Fall? Ich muss helfen. So. Das wird schon wieder. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Ein Camp? Ja, wo? Ja, ja. Ich gehe hin. Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Oh, danke. Kein Problem. Ich dachte, ich würde sterben. Sag ihnen, es war Deacon St. John. Die kennen mich. Meide die Hauptstraßen, nicht anhalten. Okay. Gut. Alles klar. So, das Ohr nehmen wir mit. Das ist ganz gut, dass wir den ja jetzt ein bisschen befreit haben. Hier liegt noch ein bisschen Schrott rum. Aber ansonsten... Alles ganz gut. Kann ich jetzt auch nichts öffnen oder so. Den nehme ich jetzt noch so mit und dann ab geht er. Zum Bike. Was ist denn dieses Fragezeichen? Sind das einfach nur interessante Orte, aber die habe ich doch eben gerade abgeklappert.
Oder gibt's da noch mehr? Ich meine, hier war ich gerade. Ich könnte gucken, ob da noch Kerosin irgendwo rumliegt, aber sieht hier für mich wirklich leer aus. Hier liegt noch Zeug rum. Aber ansonsten scheint hier alles leer zu sein. Ich meine, ist ja eigentlich gemein, weil die haben sich ja eigentlich auch nur ein bisschen schön eingerichtet. Die hätten mich nicht angreifen müssen. Dann hätte ich denen auch nichts getan. Ich wollte nur Holz holen, aber dann ist das so. Da wird die Zeit nicht vergessen. Kann ich den nicht angreifen? Ich glaube, dass mit den die Nahkampfwaffe zu reparieren ist immer ein ganz großer Fehler, weil ich gefühlt immer sehr viel Schrott verbrauche. Weißt du was, wir machen folgendes. Wir fahren da jetzt noch zurück. Und dann ist auch gut für den Part. Na ja, komm, die lass ich mal in Ruhe. So schon crazy. Crazy Horse genug. Da ist schon wieder so ein... Ist das der gleiche? Hallo, die kannst du auch mal rennen? Nee, ne? Achso, ich muss... falscher Knopf gedrückt. Ich glaube, das hat sich erledigt. Weißt du, da steigst du ab und gehst sofort zu diesem... Ups, nein! Okay, das geht noch, aber trotzdem. Ich dachte, das wäre jetzt blöder... Das wäre jetzt blöd gelaufen. Geronimo! Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Weil sie Arschlöcher sind. Na komm, drauf geschissen. Fahren jetzt einfach hier durch. Muss ich jetzt durch den Tunnel fahren? Oh Scheiße, hier war ja was los. Die armen Schweine hatten hoffentlich was Wertvolles dabei. Ich will mich jetzt nicht beklagen. Ich wollte eigentlich nur zurückfahren. Weißt du was, das machen wir beim nächsten Mal. Na, macht's gut, Leute. Haut rein. Tschüss.